Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Videoreihe. Das heutige Video widmet sich ebenfalls zu Synology Directory Server. Allerdings werden wir heute einen Benutzer erstellen bzw. einen neuen Mitarbeiter anlegen und dafür sorgen, dass dieser Mitarbeiter sich dann später mit diesen Zugangsdaten, die wir angelegt haben, an allen Anwendungen anmelden kann, unter anderem auch an seinem Firmenlaptop. Wir schauen uns auch einige Richtlinien etwas im Detail an. Und ja, da würde ich sagen, legen wir auch schon mal direkt los. So, wir befinden uns auch schon direkt auf unserem virtuelles DSM und hier haben wir auch schon bereits unser Synology Directory Server geöffnet. Das kennen Sie auch schon aus dem Teil 1. Und wir navigieren jetzt erst einmal mit dem Mauscursor links zu Benutzer und Computer, wählen das aus und wir sehen jetzt hier, bitte nicht erschrecken, da haben wir einen Zweig von einem Baum, das runtergeht und da sind ja unsere Verzeichnisse. Wir bleiben bei dem Reiter Users und hier ausgewählt, gehen wir einmal wieder hoch mit dem Mauscursor und sagen hinzufügen. Jetzt in dem Fall wählen wir erstmal einen Benutzer, also einen Benutzer und geben erstmal unseren Benutzer einen Namen. So, als Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal Timo, das ist unser neuer Mitarbeiter, der demnächst jetzt bei uns anfängt und vergeben ihm ein Passwort. So. Wir können jetzt dieses Häkchen drin lassen, dass unser Mitarbeiter Timo bei der Erstanmeldung gezwungen wird, sein Passwort zu ändern. Sollten Sie natürlich auf jeden Fall machen. Der soll nicht das Standardkennwort immer verwenden. Und ganz unten haben wir noch die Möglichkeit zu sagen, dieses Konto zu deaktivieren. Es könnte zum Beispiel sein, dass dieser Mitarbeiter erst in 2 oder 3 Monaten anfängt. Bis dahin könnte man dieses Konto aus Sicherheitsgründen erstmal deaktivieren. Bei uns ist das jetzt nicht der Fall und wir klicken hier auf Weiter. Dann möchte er halt von uns wissen, ob wir jetzt unseren Mitarbeiter Timo einer Gruppe zuweisen möchten. Das sind die Standardgruppen, die schon von Synology Directory Server so mitkommen. Wir selber legen dann gleich noch eine Gruppe an und schauen, wie das dann funktioniert. So, hier klicken wir dann nochmal auf Weiter und kriegen jetzt eine Zusammenfassung, denn unser Benutzer Timo ist in der Standardgruppe Domain User. Das ist bei jedem Benutzer, der angelegt wird, der ist da standardmäßig integriert. Den können wir auch nicht entfernen. So, da klicken wir jetzt auf Fertig und hier sehen wir jetzt hier auch unten, unser Benutzer Timo ist jetzt hinterlegt, Status, Kennwortänderung erforderlich. Also das heißt, sobald er sich dann bei seinem Client anmeldet, seinem Firmengerät, muss er dann halt sein Passwort ändern. So, dann schauen wir uns einige Richtlinien an, die eventuell halt hier wichtig sind. Klicken wir einfach mal mit Doppelklick bei dem Benutzer Timo an und schieben das Fensterchen ein bisschen beiseite. So, unter Konto haben wir zum Beispiel jetzt hier nochmal die Möglichkeit, seinen Anmeldenamen anzupassen, falls das notwendig sein sollte. Darunter sehen wir jetzt Anmeldestunden. Da klicken wir einfach mal drauf. Und jetzt sehen wir jetzt auch hier, dass unser Benutzer Timo 24/7 Zugriff hat. Das heißt, der dürfte sich jederzeit mit seinem Benutzernamen und Passwort an allen Firmengeräten und auch an alle Anwendungen halt, die unterstützt sind, also sowohl Synology Directory Server als auch Windows Directory Server unterstützen, dann halt anmelden. Das könnte dann einiges an Sicherheitsrisiko mit sich bringen. Wir sind da ein bisschen vorsichtig und sagen, Sonntag darf er sich überhaupt nicht anmelden. Das gleiche gilt für Samstag, wenn wir jetzt einen Wochentag von Montag bis Freitag jetzt hier arbeiten würden. Und wir sagen dann auch von 0 bis 6 Uhr darf er sich auch nicht anmelden und ab 21 Uhr ist dann auch Schluss. Das heißt, ab 7 bis ungefähr 20 Uhr, also bis 20 Uhr, dürfte er sich dann mit seinen Zugangsdaten hier anmelden. Alles andere ist dann halt hier, wenn wir sehen, jetzt weiß heißt dann halt verweigert. Und blau bedeutet natürlich dann zulassen. So, das Ganze bestätigen wir mit OK. Zudem haben wir noch die Möglichkeit hier unter dem Button verwendbare Geräte nochmal hier festlegen, das nochmal feiner definieren. Mit welchen Endgeräten, also mit welchem Firmenlaptop oder sonstiges, darf sich denn unser Mitarbeiter Timo zukünftig anmelden? Man könnte das jetzt anhaken und die Geräte dann halt hier einpflegen, beziehungsweise hier sagen, zulassen oder nicht zulassen. Also eigentlich nur zulassen. Und wenn man das Häkchen rausnehmen würde, dann hätte dieser Mitarbeiter nicht die Möglichkeit, sich anzumelden. Die Geräte sehen wir natürlich jetzt hier nicht, weil er sich noch nicht mit einem der Endgeräten angemeldet hat. Deswegen taucht das hier nicht auf. Wir sagen alle Computer und sagen hier einmal auf Abbrechen. So, weiter unten haben wir noch die Möglichkeit, einige Einstellungen vorzunehmen, falls das notwendig ist.
Für uns ist nochmal vielleicht wichtig hier, das Häkchen ist jetzt hier für den Kontoablauf auf Konto läuft nie ab. Das ist auch richtig so. Falls wir zum Beispiel Praktikanten einstellen, dann könnte man zum Beispiel jetzt hier sagen Ablauf des Kontos und dann könnte man einen Zeitraum definieren. Wenn wir jetzt wissen, dass wir einen Praktikant haben, der jetzt nur für ein paar Wochen jetzt hier tätig ist, sagen wir jetzt für eine Woche, dann würden wir sagen, okay, der darf jetzt nur noch, der fängt jetzt Montag an, bis, also am 4. bis zum 9. Dann soll am 10. sein Konto schon deaktiviert werden. Und das wird dann ganz automatisch angestoßen. In dem Fall lassen wir das so, wie das ist. Konto läuft nie ab, weil das ist ein Mitarbeiter und kein Praktikant. Gehen wir einmal zu dem Reiter allgemein. Hier sehen wir dann halt einige wichtige Informationen, welches wir für unseren Mitarbeiter Timo unterlegen können, müssen aber nicht. So, dann geht es weiter zu dem Reiter Profil. Hier haben wir natürlich auch noch zu sagen, wo wir unseren Profil abspeichern. Das würde dann halt bedeuten, wenn Timo sich zum Beispiel für einen Bildschirmhintergrund entschieden hat und ein gewisses Bild ausgesucht hat, das ihm super gefällt und er sich irgendwann entscheidet, einen anderen Firmenlaptop anzumelden, dann sollen doch bitte die alle Einstellungen und auch sein Bildschirmhintergrund von dort aus geladen werden. Da haben wir die Möglichkeit, das Ganze hier festzulegen und auch ein Skript, falls notwendig ist, oder Anwendungen ausrollen zu lassen. So, hier haben wir noch, hier weiter unten steht Home-Verzeichnis. Da haben wir die Möglichkeit, unser Standard-Home-Verzeichnis, das ist ja bei Synology möglich, dass jeder Mitarbeiter, also jeder Synology-Benutzer, sowohl Domain- als auch lokale Benutzer, einen eigenen Home-Verzeichnis erhalten. Das zu bekommen, beziehungsweise dieses Home-Verzeichnis zu erhalten, müssen wir zuerst ein Home-Verzeichnis, diese Funktion aktivieren. Wo finden wir das? Da müssen wir einmal zu Systemsteuerung und hier einmal rüber zu den Benutzern und Gruppen und dann hier oben rechts einmal weiter zu erweitert und ganz unten sehen wir jetzt den Reiter Benutzer-Home-Dienst aktivieren. Das können wir jetzt auch in dem Fall jetzt aktivieren. Wenn wir jetzt mehrere Volumes hätten, dann könnte man jetzt noch das Volume auswählen, wo unser Home-Verzeichnis liegen sollte. In dem Fall sagen wir dann einfach Volume 1, weil wir nur ein Volume zur Verfügung haben, übernehmen das Ganze und schließen und würden jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, verbinde bei jedem Neustart, sobald sich unser Mitarbeiter Timo sich mit seinen Zugangsdaten an seinem Laptop anmeldet, hänge bitte automatisch aus irgendeinem der Buchstaben, zum Beispiel jetzt nehmen wir einfach mal T und dann könnte man jetzt die Adresse für sein Verzeichnis geben, also zu dem Home-Verzeichnis, also die Adresse von unserem Synology-Server, dann wird halt sein Home-Verzeichnis automatisch gemountet, also angebunden. So, das lassen wir jetzt außen vor, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Weiter rüber gibt es noch den Mitglied von, das heißt, in welche Gruppe soll er dann halt zugewiesen werden. Wie bereits gesagt, das sind jetzt Standardgruppen von dem Synology Directory Server. Das Ganze bestätigen wir erstmal mit OK. Die sind jetzt erstmal für uns nicht relevant und erstellen auch jetzt direkt in diesem Zug eine Gruppe und den benennen wir einfach mal PM, abgekürzt für Produktmanagement. Die restlichen Gruppenumfang lassen wir so, wie das ist. Also die Einstellungen und sagen auf Weiter und das war es auch schon. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu unserem Benutzer Timo gehen, den auswählen und jetzt nochmal zum Mitglied von auswählen, gehen wir erstmal ein bisschen weiter und dann noch ein bisschen weiter. Das müsste auf der dritten Seite sein, das ist ja alphabetisch sortiert. Da sehen wir jetzt unsere Gruppe, die wir hinterlegt haben, PM und da tun wir auch dieses Häkchen hier einsetzen. So, somit ist unser Benutzer Timo der Gruppe Produktmanagement hinzugefügt worden. Damit kann man dann viel besser arbeiten, wenn es darum geht, Berechtigung zu verteilen. Denn an Gruppen die Berechtigung zu verteilen, ist wesentlich einfacher und erspart viel Zeit, als für jeden einzelnen Benutzer die Berechtigung neu anzulegen. Ganz, ganz wichtig, wir dürfen unsere Benutzer, die wir jetzt mit unserem Synology Directory Server hier erstellt haben, den Benutzer Timo und Boris, nicht mit den lokalen Benutzern zu verwechseln. Schieben wir einmal kurz das Fensterchen hier beiseite und öffnen einmal die Systemsteuerung, Benutzer und Gruppen. Und da sehen wir auch schon hier links unter Systemsteuerung, da sind die Benutzer und Gruppen, da sind unsere lokalen Benutzer, Admin, Guest und Simon. Und auf der linken Seite, da haben wir unseren Benutzer Timo und Boris erstellt. Und die haben auch so gesehen an sich miteinander nichts zu tun. Und die Verwaltung, wie wir schon zu Anfang gesagt haben, und die Erstellung der Benutzer geschieht nur noch über Synology Directory Server und nicht über die Systemsteuerung. Bitte da nicht das nicht durcheinander bringen.
So, und jetzt möchten wir natürlich auch noch, dass unser Benutzer Timo sich an seinem neuen Firmenlaptop anmelden kann. Dafür haben wir ein virtuelles Windows 11 schon aufgesetzt und da schauen wir mal, wie wir das jetzt am besten hier vorbereiten. Einmal rüber zu unserer Windows 11 Oberfläche hier. Das ist jetzt eine virtuelle Maschine. Das tut aber nicht zur Sache. Hier müssen zwei Sachen geschehen. Unser Firmenlaptop, jetzt Anführungszeichen, da müssen wir erstmal die DNS-Adresse ändern und unser Firmenlaptop dem einer Domain beitreten, also nicht einer Domain, sondern unserem Domain, das wir gerade erstellt haben, beitreten, damit sich unser Mitarbeiter Timo und alle anderen Mitarbeiter auch an diesem Endgerät, an unserem Firmenlaptop in Zukunft dann anmelden können. Gehen wir im ersten Schritt erstmal Anpassung des DNS-Servers. Da gehen wir erstmal mit dem Mauscursor hier runter zu dem Reiter Netzwerk und Internetzugriff. Rechte Maustaste und sagen Netzwerk und Internet-Einstellungen. Und jetzt öffnet sich unser Fensterchen hier und dann sagen wir auch direkt Ethernet. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter scrollen, sehen wir jetzt hier DNS-Zuweisung. Da steht auch auf DHCP, also auf automatisch. Das möchten wir jetzt hier wiederum bearbeiten. Und Sie sehen auch schon hier, wie gesagt, ist auf DHCP. Und da klicken wir einmal auf manuell und aktivieren IPv4. Bitte nicht IPv6, sondern IPv4 aktivieren. So, und hier oben steht dann bevorzugte DNS-Adresse. Das müssen wir jetzt, hier müssen wir die DNS-Adresse eintragen. Welche Adresse tragen wir ein? Ganz einfach, wir tragen die Adresse von unserem Synology NAS-Gerät. So, wo kriegen wir die her? Dafür minimieren wir einmal unsere virtuelle Maschine, also unser virtuelles Windows 11. Und hier oben in der Adresszeile, da sehen wir die Adresse von unserem Synology Server hier, also von unserem Synology NAS. Und alternativ kann man das natürlich unter Systemsteuerung, Netzwerk und unter Netzwerkschnittstelle hier auch noch auslesen. So, wir kopieren uns jetzt einfach die Adresse. Das ist die 35 am Ende. Gehen wieder zurück zu unserer Windows 11 Pro und fügen hier die Adresse von unserem Synology NAS, damit wir überhaupt mit diesem DNS-Server bzw. mit dem Synology Directory-Server gleich auch kommunizieren können. So, das Ganze speichern wir hier an dieser Stelle und das war es erstmal an DNS-Einstellungen und schließen das Ganze. Und ja, wir gehen jetzt heute ein bisschen was den längeren Weg und sagen jetzt erstmal, gehen wir jetzt mal zu den Systemeinstellungen, denn dort werden wir unser Client jetzt hier, unser Firmenlaptop jetzt in die Domain aufnehmen. So, einmal kurz aktualisieren hier und damit dieser Bug jetzt weg ist und gehen jetzt nochmal wieder runter zu unserem Windows-Icon, rechte Maustaste und hier wählen wir System aus. Und wir finden es auch schon direkt jetzt hier unter Gerätespezifikation. Da sehen Sie auch schon jetzt hier verwendete Links. Hier steht in Blau Domäne oder Arbeitsgruppe. Da klicken wir drauf. Das ist jetzt natürlich unter Windows 11 hier zu finden. Ziehen das Fensterchen ein bisschen zur Seite hier. Und sagen jetzt hier unter dem Reiter Computername. Da unten wird auch schon direkt unsere Domäne erwähnt. Also dass wir jetzt eine Domänenanpassung oder Arbeitsgruppe anpassen können. Das möchten wir auch und wir möchten der Domain beitreten. Das heißt, wir klicken einmal hier auf Ändern, dann öffnet sich ein neues Fensterchen. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, unseren Firmenlaptop anders zu benennen. Macht dann Sinn, wenn wir jetzt viele Firmengeräte unterwegs sind, damit man halt das strukturiert, da sollte man das auf jeden Fall umbenennen und aber sich vorher schon eine Struktur überlegen. So, wir möchten aber jetzt eine Domäne beitreten. Das heißt, von Arbeitsgruppe gehen wir zu Domäne. Und jetzt tragen wir den Domainnamen ein. So, wo beziehen wir jetzt den Domainnamen ein? Wenn Sie sich am Anfang erinnern können, haben wir ja schon hier einen Domainnamen hinterlegt, nämlich syno.local. Das finden wir auch hier links unter syno.local. So, diesen übernehmen wir jetzt hier. Das ist ja ganz einfach. Das müssen wir jetzt einfach jetzt eintippen. Syno, mach's kurz beiseite, .local. Sie tragen natürlich Ihren Domainnamen, den Sie für sich dann ausgewählt haben. So, bevor wir jetzt das Ganze bestätigen, ganz, ganz, ganz wichtig, super, super, super wichtig, wir müssen einen Benutzer erstellen für unseren Synology Directory Server, der Administrationsberechtigung hat und auch Adminrechte für den Domain-Controller hat.
Weil gleich, sobald ich das Ganze mit OK bestätigt habe, muss ich mich mit einem Domain-Benutzer einloggen, der Adminrechte hat. Sonst würde das Ganze hier nicht funktionieren. So, einmal kurz unser Bildschirm minimieren und hier sagen wir noch einmal Benutzer hinzufügen, Benutzer und dem geben wir einfach einen Namen, den nehmen wir einfach mal Boris und der kriegt auch ein Passwort von uns verpasst und sagen weiter und jetzt hier haben wir direkt die Möglichkeit, dem Boris in eine Gruppe beitreten, damit das gleich dann auch funktioniert. So, wir sagen, der ist zunächst einmal als Admin kriegt er die Berechtigung und das ist halt natürlich ganz, ganz wichtig. Und später, wenn wir noch eine Berechtigung anpassen, was ich gerade eben erwähnt habe, das betrifft halt den Domain Controllers, aber das lassen wir erstmal außen vor, sondern wir setzen erstmal nur das Häkchen bei Administrators und sagen dann hier weiter, fertig und unser Benutzer Boris ist dann auch hier ganz unten aktiv schon hinterlegt. Da klicken wir nochmal drauf und nehmen das Häkchen raus, ganz wichtig, damit dieser Konto nicht gezwungen wird, sein Passwort zu ändern, sonst haben wir gleich ein Problemchen. Und das bestätigen wir einmal mit OK, schauen unten, perfekt, unser Benutzer Boris ist hinterlegt als Admin und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Windows 11 und bestätigen das Ganze jetzt hier mit OK. Und jetzt sehen Sie schon, da muss ich jetzt meinen Benutzernamen eingeben, allerdings müssen wir jetzt mit dem Domainnamen anfangen, damit das überhaupt funktioniert, weil hier unter meinem Windows 11, da ist ja kein Benutzer hinterlegt, nur ein Benutzer und der heißt PC. Und jetzt melden wir uns mit dem Benutzer Boris an. Wie gehen wir vor? Zunächst einmal kommt der Domainname, also aber nicht vollständig, sondern es reicht, wenn wir einfach nur Syno eintippen, dann Backslash und dann Boris. Boris können wir klein oder groß schreiben, spielt keine Rolle. Passwort, da spielt Groß- und Kleinschreibung natürlich eine Rolle. Geben sein geheimes Passwort ein und schauen einmal, ob das stimmt. Ja, super. Und bestätigen natürlich jetzt das mit OK und kriegen jetzt natürlich gleich die Meldung. Willkommen in der Domain, knowledge.local. Und jetzt müssen wir einmal nochmal den Computer neu starten. Ja, wir werden darauf hingewiesen, dass alle Programme bitte wir speichern, vorher die speichern sollten, die Dateien geöffnet sind, weil wir jetzt einen Neustart vornehmen müssen, damit das Ganze funktioniert. So, wir sagen jetzt neu starten. Wir werden jetzt aus unserem RDP, also Remote Desktop, hier rausgeworfen. Ist auch nicht so schlimm. Das Ganze schließen wir. Wir machen jetzt weiter mit unserem selben Betriebssystem, also Windows 11, was wir gerade jetzt geöffnet hatten, weiter im Browser. Das wird jetzt mit Remote Desktop nicht funktionieren. Warum? Weil mein PC, wo wir gerade das Ganze hier aufzeichnen, nicht in der Domain beigetreten ist und wir gleich auch dann eine Fehlermeldung bekommen würden, dass unser Benutzer keine Berechtigung für Remote Desktop hat. So, das heißt, hier einmal kurz schließen und gehen einmal hier rüber zu unserem Browser, das haben wir schon hier vorbereitet, und sagen hier, dass wir uns hier anmelden möchten. Jetzt nicht mit dem lokalen Benutzer PC, sondern mit unserem Benutzer Timo, denn unser Computer wurde jetzt hier aufgenommen in die Domain und da klicken wir einmal andere Benutzer, geben jetzt ein Syno Backslash Timo, jetzt nicht Boris, weil Boris ist ja unser Admin, und geben jetzt das Passwort für unseren Benutzer Timo hier ein und schauen einmal kurz, ja, stimmt alles, und loggen es ein. Sie sehen auch schon, jetzt kommt die Meldung, das Kennwort ist abgelaufen, muss geändert werden, und jetzt geben wir ein neues Kennwort hier ein. Und hier müssen wir jetzt natürlich das Kennwort hier eingeben, erstmal das bestehende alte Kennwort, was ja auch schon jetzt hier ist. So, unser altes Kennwort, das ist ja. Und jetzt ein neues Kennwort und unten das Ganze nochmal bestätigen und mit OK auch nochmal bestätigen. So, wir werden jetzt willkommen geheißen, unser Konto wird jetzt eingerichtet. Noch einmal kurz zurück zu unserer Synology Directory Server, wenn wir zu dem Benutzer Boris. Sie sollten immer für sich als der IT-Beauftragte einen Benutzer anlegen, der die Berechtigung als Admin hat. Das ist halt ganz wichtig, damit wir überhaupt unsere Endgeräte, Firmengeräte natürlich dann halt auch in unser Netzwerk aufnehmen können, beziehungsweise Domain aufnehmen können.
Ich habe den jetzt natürlich Boris genannt. Ihr sollt natürlich das nicht tun. Ihr könnt das dann beliebig benennen, wie ihr wollt, entweder nach eurem Vornamen oder irgendwas anderes, je nach Sicherheitsmaßnahmen, wie man das halt haben möchte, kann man halt auch einen anderen Namen verwenden, damit man halt im Falle eines Angriffes, damit das nicht leicht zu erraten ist. So, gucken wir mal, wie weit unser Windows 11 ist. Perfekt. Unser Benutzer-Team ist eingeloggt. Klicken wir einmal drauf auf seinen Namen, um die Information zu bekommen. Da sehen wir auch schon, jetzt hier steht timo@synology.local. Das heißt, wir sind jetzt hier mit unserem Benutzer, mit einem Domain-Benutzer eingeloggt und nicht mit einem lokalen Benutzer. Und noch einmal ganz, ganz wichtig, um den Hauptmerkmal von Synology Directories im Vordergrund zu stellen. Wir haben ja gerade den Mitarbeiter Timo erstellt. Und wenn ihr geachtet habt, wir haben ja den mit Synology Directories erstellt und nicht auf der Windows-Oberfläche. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, mit Synology Directory Server unsere Mitarbeiter anzulegen und dann an verschiedenen Plattformen anzumelden. Und dabei spielt das überhaupt keine Rolle, ob das ein Windows, macOS oder Linux ist. Das haben wir auch gerade gemacht. Also wir haben ja nicht unter Windows 11 einen Benutzer erstellt, sondern mit Synology Directory Server den Benutzer Timo angelegt, aber unter Windows 11 angemeldet. Wir haben einen zentralen Speicherort, Directory Server, wo wir unsere Benutzer anlegen und gespeichert werden. Und die Mitarbeiter können sich dann letztendlich, spielt ja keine Rolle, welches Betriebssystem es ist, Windows, macOS oder Linux, dann einfach anmelden, sofern die Geräte an unserem Domain angebunden sind. Das heißt, wir könnten jetzt alle Anwendungen, die mit unserem Synology Directory Server hier arbeiten, öffnen und mit diesem einen Benutzer, also mit dem Benutzer Timo und das Passwort, was wir da vorher erstellt haben, also dieses Webinar 4 Ausrufezeichen, uns überall anmelden und müssen uns nicht ellenlang viele Passwörter mit unterschiedlichen Benutzern, eventuell noch Benutzernamen hier auswendig lernen und die halt jeden Tag für das Arbeiten speichern, ja, nicht speichern, aber würde ich sagen, bestätigen. So, das war jetzt dazu, dass wir uns mit unserem Mitarbeiter Timo hier angemeldet haben. Ja, das war es auch schon mit dem zweiten Teil der Videoreihe. Wir werden im nächsten Teil, also im dritten Teil, ein weiteres Synology NAS-Gerät mit unserem Synology Directory Server verknüpfen, damit unser neues Synology NAS-Gerät als reiner File-Server dient. Und was wir dafür benötigen und wie wir da am besten vorgehen, seht ihr dann im nächsten Teil. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.